Wingsuit, damit könntest du ihn auch einholen. Zumindest auf kurzer Distanz. Das hätte wahrscheinlich ausgereicht. Nein, probier das nicht mit dem Auto. Ach, da unten ist er. Ja. Okay. Ich spreche mal weiter. Er ist nur eine Alternative, wenn du merkst, er ist schon zu weit weg. Er hat eine hohe Geschwindigkeit und wenn du es drauf hast, kannst du ihn gut einholen damit, aber nicht auf langer Distanz. Weil du das ist komischerweise ja nicht mal aufgetaucht, der Button für den Suit. Ja, normalerweise hast du ihn. Das kann ich. Far Cry 3 hattest du den auch, aber in Far Cry 4 hast du den relativ früh schon bekommen. Ich würde mit dem Auto verfolgen an deiner Stelle. Ja, anscheinend soll ich es auch so machen. Geht bestimmt anders auch, aber ja, wird dann wahrscheinlich Next Level. Oh, der will's wissen. Ich hätte mir die Zeit genommen und hätte kurz rausgekackt. Genau, AJ, man spuckt mit Floating-Glas-Scherben, die in der Hand stecken. Ich reiß die erstmal raus und spuckt sie aus. Und sich da nicht schneidet. Okay, Checkpoint. Man nimmt ruhig die Sniper, die ist ein bisschen weit entfernt. Also du kommst mit dem Zoom klar. Ach ja, ich weiß auf jeden Fall, was AJ nicht wird. Ein Arzt. War schon richtig. Hinter dir. Naja. Hinter dir. Beschossen. Immer schön auf diese Symbole achten. Schade, dass wir die in Far Cry 4 nicht ausstellen können. Er hat gesessen. Far Cry 3 kann man das ausstellen. Ich glaube, wenn man das Spiel schon 2-3 Mal durch hat, dann macht's das nicht wirklich schwerer. Kleine Eingewöhnungsphase und dann geht's genauso weiter wie davor auch. Köpfe ballern. Ja, vielleicht werfe ich ja auch ein bisschen wieder Crisis an. Vielleicht bräuchte ich auch nach so einem doofen Tag auch ein paar NPCs, deren Köpfe ich dann ballern kann, sodass sie dann quasi explodieren wie Ketchup-Ballons. Fleisch reingeschmissen gerade. Ja.
dass die mal zu Kräften kommen. Weiß ich auch, bei manchen Missionen hilft das. Zum Beispiel bei der Bergmission, wo ich dann in Bergen war, habe ich auch herausgefunden, dass da auch noch Viecher gibt. Da habe ich dann auch Fleisch reingeworfen. Launcher delayed. Was ist der? Achte auf deine Karte links unten, auf deine Mini. Na, ich sehe ihn aber. Du ihn ungefähr ausmachen. Den Punkt. Dann schau in die Richtung so genau wie möglich. Der versteckt sich nämlich hinter einem Baum oder hinter der Hütte oder davor. Oh, das ist ein Fetter. Gut, dass du mit dem Maschinengewehr. Ah, weiter mit Maschinengewehr. Oder mit. Mach's Maschinengewehr. Macht doch mehr Schaden. Oder so halt. Ich finde die Granaten halt persönlich, finde ich sie besser für Fahrzeuge. Okay, fehlt noch ein so ein Poster bis zur nächsten Belohnung. Ich hoffe, passt, dass ich mir das merke. Ich meine halt, wenn du normale Gegner damit one-shotten kannst, dann wirst du solche gepanzerten Ficker wahrscheinlich auch mit 4-5 Schüssen down kriegen und das Ding schießt ja auch relativ schnell, wenn du drauf gedrückt hast. Eieiei. Ach, das ist auch unnötig. Steam fragt ja erneut versuchen oder Offline-Modus. Und ich drücke auf erneut versuchen, obwohl ich genau weiß, dass das nicht funktioniert. Weil mein PC ja so toll ist. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja meinen neuen PC ja schon, sobald dieses Video rauskommt. Ach ja, hallo ihr Zukunftsmenschen. Was macht die Zukunft? Wird bestimmt Mitte 2020 sein, ha? Wo das rauskommt. Um den Dreh, ja. Ein guter Schuss.
Ach, die Gegner haben wir ja hier alle einen Schuss, aber Spacki hat 400. Ich glaube, das ist mittlerweile so der Bereich, wo du einfach nur noch Imber bist. Ja. Das war ja auch in Far Cry 3 so. Da bin ich dann auch ein bisschen mit LMG rumgehüpft. Da habe ich aber so viel Scheiße gebaut. Und gemerkt, wie teilweise instabil die Missionen sind. Du kennst doch sicherlich die Mission mit der Schlucht in Far Cry 3. Wo du auf der... Oh ja, die kenne ich. ...diesen Typen da umbringen musst und dann quasi sein Gerät da klauen musst oder was auch immer. Das ganze Teil halt entlang. Muss den erstmal orten und sobald du ihn geortet hast, hast du nur noch begrenzt viel Zeit. Dreimal darfst du raten, wer das Spiel währenddessen ausgetrickst hat. Ist da rechts an der Seite da auf dem Turm? Da habe ich halt alles normal gemacht bis dahin. Da habe ich gedacht, könnte ich vielleicht abkürzen? Ich könnte vielleicht mit meinen Swings oder über die Wand da schaffen. Anstatt irgendwie langsam da durch die Höhle zu marschieren da unten. Wie gesagt, getan, da haben sie ein paar Bäume hingestellt, bin dazwischen durch. Ach stimmt, der Timer, der ging ja erst, nachdem man da durch die Höhle marschiert ist. Stimmt, so war das. Habe ich den Timer gar nicht ausgelöst. Hab alles umgebracht. Habe ich gefragt, warum das Spiel so kaputt ist. Ja, schade, dass ich es nicht mehr mit dem PC aussenden kann. Dann fiel das Lade aus. Das war 2019, sogar relativ zu Beginn, so Frühling herum. Jetzt kein Bock jetzt fracken. Oh, doch, ja, das Ding wirkt ganz gut. Das Ding wirkt richtig gut gegen die Panzerten. Minuten gut, das wird ein Doppelpart werden sozusagen.
Na, gestorben. So. Ja, aber. Mir gerade den Wagen schnappen. Ah, wer kommt denn das schon wieder an? Ich habe jetzt nicht so auf die Minimap geachtet. Ich habe nur noch gesehen, wie du gestorben bist. Gibt ja auch kein Auto in der Nähe, was man nutzen könnte. Ich muss scheinbar hier unten irgendwo eins suchen. Interessant, wie schnell das Ding halt aufgeräumt hat. Tja, es wird Zeit, Abschied zu dem Waffenhändler. Es wird mir einen Rocket Launcher freischalten. Den ich zwar frei hätte, aber da ist mir doch der Granatwerfer lieber. Wegen der Munition, ha? Ja, und er ist etwas handlicher. Schießt schneller. Ja, er packt. AJ, schön dich zu sehen. Willst du verreisen? Es ist vollbracht. Mein Werk hier ist getan und nun braucht mich der Herr woanders. Wo denn? Südamerika, glaube ich. Vielleicht auch Kuba. Es gibt noch viele Sünden. Südamerika. Ich habe das Gefühl, dass wir uns wiedersehen in Far Cry 5. Danke, AJ. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass es mehr Gläubige gibt, die bereit sind, das Wichtigste. Wenn er schon sagt Südamerika und Far Cry 5, was wirkt Südamerika? Sehr amerikanisch vom Cover her. Ich weiß selber, dass Far Cry 5 in Nordamerika spielt. Okay, das liegt da gleich dem Mann eigentlich. Das könnte vielleicht heißen, dass Far Cry 6 in Südamerika spielt. Das wäre ganz cool. Ich würde mich freuen, ihn wiederzusehen. Das ist echt ein cooler Typ vom Charakter her. Seitdem waren seine Missionen auch nicht gerade ohne. Okay, ja, das heißt, das nächste Mal geht's zu Amita und dann geht's mit der Story-Mission weiter. Es geht Richtung Finishline vom Hauptplot her. Bis dahin und tschüss.